Auch wenn der Festivalsommer vorbei ist, haben wir nun trotzdem noch ein Festival in Reserve. Die Rede ist vom Altonaer Stamp Festival, auf dem die verschiedensten Straßenkünstler, ob Tanz, Gesang, Graffiti oder Theater, ihre Performance darbieten können. Wir zeigen euch nun einen Bericht, in dem aus dieser bunten Kunstpalette drei kreative Köpfe zu Wort kommen und über ihr Vergnügen sprechen, über Straßenkunst. Okay. Buntes Treiben, Musik, Straßenkunst. Mitten in der Stadt. Normalerweise sieht man doch sonst nur vereinzelt den ein oder anderen Akkordeonspieler oder mal ein großes Wandgemälde. In Altona war Anfang des Monats ein Wochenende lang unter dem Namen Stamp die Straßen bunt. Stamp ist ein Treffen der internationalen Straßenkünstler aus allen möglichen Genres, die zur Straßenkunst gehören. Mehr als 2000 Künstler machten Altona zu einer riesigen Kunstplattform. Ob Paraden, Tanz und Akrobatik, Theater, Street Art oder Musik. Die rund 300.000 Besucher hatten einiges zu sehen. Straßenkunst ist, obwohl oft illegal, mit der Zeit immer mehr salonfähig geworden. Street Art Künstler hängen ihre Graffitis in Galerien aus, Hip-Hop-Tänzer tanzen auf großen Bühnen und Straßenmusiker werden nicht mehr einfach verscheucht, sondern als Künstler ernst genommen. Mit Hamburger Künstlern aus den Bereichen Tanzakrobatik, Streetart und Hip-Hop-Tanz haben wir uns über Straßenkunst und das Stamp unterhalten. Die beiden Damen von Paio Kohle konnten uns ganz genau sagen, was an der Straße als Bühne besonders ist. Das Feeling ist ein ganz anderes, das kann man nicht vergleichen. Straße ist einfach was ganz anderes. Man muss ja vorher die Leute schon auch ranspielen, man muss sie locken, dass sie Lust haben zuzugucken. Und dann ist es einfach so, das Publikum steht auf, wenn es einem nicht gefällt. Das ist auch der Unterschied. Das ist einfach, man muss trotzdem, auch wenn wir sehr mit uns sind, gucken, dass man immer mit dem Publikum den Kontakt hält, damit sie auch bleiben und Lust haben, weiter zu gucken. Doch neben der Unterhaltung der Besucher kommen sich auch die Künstler näher. Hip-Hop-Tänzerin Andi weiß das zu schätzen. Dieses Event zeigt, dass einfach die Jugendlichen sich treffen, jeder hat Spaß, man versteht sich, wir tanzen, wir brauchen nicht eine Sprache zu sprechen, weil die Körpersprache reicht aus, was du machst. Und einfach diese Energie, es ist eine positive Energie und die muss man ausleben. Und das macht Andi auch beim Elb Coast Hip-Hop Battle. Mit ihrem Tanzpartner beeindruckt sie die Jury und das Publikum denkt garantiert nicht ans Weggehen. Ein weiterer Künstler, mit dem wir uns unterhalten haben, prägt das Hamburger Stadtbild schon seit langem mit Stencils oder Paste-Ups. Den Piratenkopf mit dem Säbel hat vermutlich schon jeder mal gesehen. Wir haben mit einem Teil von Los Piratos über Street Art in Hamburg und die Rahmenbedingungen für die Kunst gesprochen. Aber das Schöne ist doch eigentlich, dass es gar keine Anforderungen gibt. Jeder kann machen, was er will auf der Straße. Es hat ja grundsätzlich so einen gewissen rebellischen Anspruch, wenn man sich darüber hinwegsetzt, dass die Eigentumsverhältnisse, dass es jemand anders gehört und man den öffentlichen Raum halt als öffentlichen Raum anblickt. Und dann muss jeder, der sich das anguckt, selber überlegen, ob er es schön findet oder nicht. Also ich finde es schön, wenn man die Leute zum Lächeln bringt und die erstmal verwirrt sind, warum da jetzt, weiß ich nicht, ein Musiker an der Wand ist oder ein Typ, der sie fotografiert oder so. Das internationale Festival der Straßenkünste hat sich dieses Jahr zum zweiten Mal bewährt. Kunst in verschiedensten Formen wurde präsentiert und es wurde gezeigt, dass nicht immer große Bühnen und riesige Ausstellungsräume notwendig sind, um Kunst zu zeigen. Manchmal steckt in dem Kleinen etwas ganz Großes.